Ladies and gentlemen, welcome back to Darksiders Wrath of War. We are here in the Becken. Ja, wir sind jetzt immer noch im Becken, in dem Dungeon der Quälerin. Und wir haben schon wieder einen Teil der Abgrundrüstung gefunden. Und wir schwimmen eine Runde. Mal wieder. Wie ihr seht, das ist ein ziemlicher wasserhaltiger Dungeon. Fische, die gehen nur so auf den Piss, ohne Scherz jetzt. Ich glaube, ich muss hier hoch. Ah, und da ist eine Schlüsseltür. Das heißt, wir gehen hier weiter. In das nächste Loch. Ah, Fische? Fische? Nur Fische? Okay, nur Fische. There you are, fishes. I hate you. I have to say to you. Wir machen mal zuerst hier lang. Oder auch nicht. Ich glaube, wir gehen zuerst hier unten lang, hab ich mir so gedacht. Machen dann mal hier lang. So, und nehmen uns wieder so eine schicke große Truhe mit. Schnitter. Diese Erweiterung erhöht die Anzahl der Seelen, die von erschlagenen Feinden eingesammelt werden. Und das passt eigentlich ganz gut zur Sense, würde ich mal so sagen, oder? Schon vom Namen her. Man sollte die richtige Taste drücken. Wobei ich aber lieber die Kampflehre drin lassen will, weil das die Waffenerfahrung erhöht. Und das war der Schaden. Geht mal Schlitter mal auf den Chaosfresser. Ja. Und wir tauchen wieder ab. So wenig Fischis hier. Ach, das ist Absicht so komisch gehalten. Dübdidü, düdüdüdüdü. Ah, ein Turmkern. Oder Teil. Oder. Ja, ein Bruchstück ist es bloß. Und Seelen. Scheiß auf den Mechanismus, erstmal Kisten öffnen. Jetzt wird nämlich der Ventiler Bum Bum ausgemacht und wir können an der Stelle von vorn so weiter schwimmen. Also wollte ich schon indirekt den richtigen Weg einschlagen. Haut ihr mal eine ab hier, spinnt wohl. Die Fische heutzutage sind irgendwann das, was sie mal wollen. Entweder hauen sie ab oder du wirst gleich angegriffen. Ach Mensch. Nerven doch. Dämlicher Fisch. Hier ist der Schlüssel drin. Wie gesagt. Und jetzt können wir wieder zurückschwimmen zum Anfang, also zu dem Anfang hier. Und die Tür öffnen. So, mit brachialer Gewalt den Schlüssel ins Auge rammen. Was kriegen wir denn hier wohl? Ich weiß es nicht. Ich verrate es euch auch nicht. Noch nicht. Aber eigentlich unnötig, das mitzunehmen. Aber egal. So,
So, schauen wir mal, was drin ist. Ein Handschuh. Der Handschuh. So, und ihr habt die Macht von dem Handschuh gesehen. Von dem Tremor-Handschuh. Ein kampfgeschundener Handschuh, der alles erbeben lässt, wenn er aufgeladen wird. Zum Aufladen des Handschuhs 3 gedrückt halten. Ja, und das ist jetzt die zweite Zweitwaffe. Wir haben zum einen Todsense. Ups. Aber das ist ein bisschen über ein hässlicher Sack. Und zum anderen haben wir den Tremor-Handschuh. Zweitwaffe. Ja, und der macht auch ganz schön Ballett. Und wie ihr schon gesehen habt, der Handschuh zerstört auch diese Eisbarrikaden, welche ja sehr nervig sind, wie wir ja mittlerweile gemerkt haben. So, come on baby, ride it hard. Ah, jetzt ist mir gerade zu grob, ich kann auch nicht. So, du auch noch, komm her. Los. War's das? Geht doch! Warum nicht gleich so? Komm hier. Dann müsst ihr noch Finisher mit dem Zweitwaffen machen können. Das wäre richtig cool. Leute, will er mich schon trollen oder was? So, erstmal wieder bis. Bisschen brutales Reiten hier. Ja, Einhorn weg. Das haben wir von unten so schön gesehen, wie der dezimiert wird. Weil dieser Bastard, der braucht mehrere Anläufe, bis er endgültig tot ist. Aber ich will auch liebend gern erstmal die anderen Bastarde hier umhauen, weil die nur doch nebenbei dicht aufs Schwein gehen. So, was ist jetzt dran? Natürlich. Turm Nummer 2, Unterkopf. Das war's jetzt hoffentlich, jawohl. Und da kann ich euch mal die Macht des Handschuhs zeigen. Bada bum. Der Handschuh tut einfach, wenn er aufgeladen ist, alles zerschmettern, was ihm in den Weg kommt. Das finde ich schon ziemlich geil. Und ich merke gerade, ich hätte die Kiste noch nicht öffnen sollen. Ich hätte die erst zum Schluss öffnen sollen. Aber naja, nützt ja nicht. Nützt ja nicht. Wir sind oben. Nicht. So. Schlüssel ist eingesetzt.
und wir schreiten voran. So, hier gibt es nichts weiter, wie wir sehen. Außer ein Wasserbecken, mal wieder. Und was heißt das für uns? Wir schwimmen wieder. Und da ist unser Weg. Das sieht mir tüchtig sehr nach einer Art Maschinenraum aus. Oder irgendwas in der Art zumindest. Finden wir hier noch irgendwas? Wir haben hier Maschinerie, dort haben wir einen Klumpen. Dort haben wir eine Kiste, die sieht mir aus wie eine Zornkiste. Ja, nehmen wir mit. Noch eine Kiste zufällig. Jawohl. Sind wir erstmal wieder komplett full. Fully recovered. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal die Treppe hier hoch. Klingt alles so pläschern und. Schnelles Verschieben. Drücken und halten Sie ein Dreieck, während Sie ein Objekt verschieben, um es mit einem Tremorhieb schneller zu bewegen. Machen wir so, dass wir uns hier hinten ranstellen können. Und dann geben wir dem Ding einen ordentlichen Hieb mit. Fast schon zu viel, würde ich sagen. So. Und wir drehen mal am Rad. Und das Witzige mit dem Handschuh ist nämlich, das zeige ich euch jetzt. Wir sind ja jetzt hier ein Stückchen höher als die andere Plattform. Aufladen. Und drüben ist er. It is magic. I think. Na, da drehen wir mal wieder ein bisschen am Rad. Mann, geht das schwerfällig. Du fährst nicht besonders hoch, habe ich das Gefühl. Hä? Kriege ich denn da drüber geschossen? Vielleicht muss ich das erst absenken. Ah! Ja, natürlich. Leck mich doch. So, boah, ist nicht wahr. Ja, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, weil ich bin ja nur der übste Pro-Jumping-Skiller oder Skill-Jumper. Nennt es wie ihr wollt. So. Schieb das mal hier ganz an den Rand heran.
und extra auch noch hochfahren. Cause I want this shit. Auch wenn das nur Soldat ist. Das ist mir scheißegal. Ja, nee, ist klar, hä? Ach, will mich doch trollen hier. Das ganze Spiel will mich trollen. Ich weiß das. Ich hätte das vielleicht nicht mal hochfahren müssen. Da jetzt wieder rüberkommen. Och Mann! Wie gesagt, ich bin der Postgiller. Ah, das mache ich jetzt noch. Also, wenn die Folge von mir aus 100 Stunden lang wird. Bin's aber gar nicht mehr gewohnt, dadurch, dass man bei Darksiders gar keinen Doppelsprung mehr hat. Ja, zum Glück. Also die Kiste brauche ich nämlich. Ja, atmen ist so schwer, Krieg. Brauchen wir nämlich, um hier hochzukommen. Wir können uns natürlich hoch hinten runterbacken. Geht hoch. Muss ich das hier jetzt verstehen, warum man hier drauf kann? Oder ich glaube nein. Ich glaube, das sind nur Design-Raffinessen. So, hier gehen wir mal noch lang. Oh, Libellen. Kommt her, meine Freunde. Kommt her, kommt alle her. Ich hab euch alle gern, kommt her. Ich hab euch zum Fressen gern. Immer die Bälle, ja. Habe ich dem Vieh einfach eine verwamst. Geht's noch gut? Das sind noch mehr solche Viecher. Ihr seid hässlich. Nein! Alles klar, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, Leute, und tschüss.